feiern Sie mit uns 60 Jahre Freibad Burgkirchen an der Alz. Am Samstag, den 22. Juli von 9 bis 23 Uhr. Es erwarten Sie einige Überraschungen. Kommen Sie zur Unterneukirchner Dorfduld von 19. bis zum 23. Juli. Die kleinste Duld Südostoberbayerns. Klinikum Burghausen, ein Haus, das den Bürgerinnen und Bürgern Burghausens mehr als ans Herz gewachsen ist. Das Krankenhaus ist für Burghausen ein fester Bestandteil der städtischen Infrastruktur. Und das schon seit langem. Schließlich war schon vor Jahrhunderten mit dem Leprosenhaus in Heiligkreuz eine medizinische Versorgungseinrichtung installiert. Über die Jahrhunderte war also die Versorgung der Kranken mit ein Thema der Stadt. Heute ist in Burghausen ein funktionierendes Krankenhaus lange keine Selbstverständlichkeit mehr. Das Krankenhaus Burghausen ist seit mehr als einem Jahrzehnt Dauerbrenner-Thema in der Stadt. Am Dienstag, den 18. Juli, wurde bei einer abendlichen Informationsveranstaltung der Stadt im Bürgerhaus der Zukunftsplan für das Burghauser Krankenhaus vorgestellt. Florian Schneider, Burghausens erster Bürgermeister, sieht die Zukunft des Hauses als Gesundheitszentrum. Das Thema ist einfach wichtig. Das Thema an sich ist wichtig, weil es geht um die Gesundheit, es geht um Gesundheitsvorsorge und es geht um was, was natürlich stark emotional ist, also ein Krankenhaus. Ein Krankenhaus, das über viele Jahrzehnte in Burghausen da ist, wie geht es mit dem weiter? Und es kann nicht so weitergehen, wie es in der Vergangenheit war, weil einfach verschiedene Dinge dagegen sprechen. Also vielleicht hat es jeder gelesen in der Zeitung, Lauterbach-Reform, Klinikreform, wie es bei Krankenhäusern generell weitergeht. Also die Regulatorik wird immer mehr. Da gibt es gewisse Vorschriften, die man einhalten muss und die sprechen nicht für die kleinen Häuser. Das Zweite, Fachkräftemangel. Also so wie überall, auch im Krankenhaus, ist es schwierig, wirklich Personal zu finden. Also auch da muss man was machen. Und das Wichtigste, die Medizin ändert sich. Die Medizin wird von der stationären Medizin, mir fehlt irgendwas, ich komme ins Krankenhaus, liege da im Bett, werde behandelt, gehe nach ein paar Tagen wieder heim, immer mehr ambulant. Also man hat irgendeine Verletzung, vielleicht muss man sogar operiert werden. Und dann wird das ambulant gemacht, man kann am gleichen Tag noch heimgehen. Und diese ambulante Medizin, bin ich überzeugt, ist eine der Zukunftssäulen fürs Burghauser Haus. Also umgestalten und wir werden Dinge verlieren, das muss man ehrlicherweise sagen. Aber wir können auch Dinge gewinnen, wenn wir uns jetzt klar positionieren und da gut dabei sind. Das Krankenhaus in Burghausen war und ist ein weitaus emotionaleres Thema, als es vielleicht ein wirtschaftliches Thema sein kann. Ja, es ist auch mein Krankenhaus. Ich bin jetzt auch da geboren. Meine Eltern waren mal drin. Also so wie halt das im normalen Leben ist, mit dem Krankenhaus hat man leider irgendwann mal was zu tun. Notaufnahme. Wir wollen an 7 Tagen von 8 bis 18 Uhr eine Notfallversorgung machen. Das ist was anderes wie eine Notaufnahme. Es ist einfach richtig und wichtig, wenn man was einen Herzinfarkt hat oder irgendetwas, der Krankenwagen holt einen ab, es ist was passiert und das ist jetzt ein echtes, schwieriges, großes medizinisches Thema. Dann muss man nach Altötting. Dann wird dann der Krankenwagen dahin fahren, da wird dann dort behandelt werden und hoffentlich geht es gut aus, schnell wieder heimkommen. Also für diese Dinge Altötting. Jetzt aber die kleine Platzwunde. Einen schmeißt mit dem Radl, man schneidet sich beim Kochen, was halt so passiert. Ich denke jetzt vor allem an so kleine chirurgische Dinge. Dafür soll Burghausen weiterhin eine Anlaufstelle sein, das wird es sein. Wir werden das organisieren über das MVZ, das medizinische Versorgungszentrum dort und auch über diese neue Gesellschaft, die wir gründen wollen, zusammen mit Dr. Gerstorf und mit dem Landkreis, die das am Wochenende abdecken soll. Der große Saal im Burghauser Bürgerhaus war bis auf den letzten Platz gefüllt und auch vor dem Saal war aufgebaut mit Live-Übertragung in den Saal hinein. Die Stadt hat eine Getränkeversorgung an diesem heißen Sommertag übernommen, die auch dankend angenommen wurde. Bürgermeister Florian Schneider erklärte, welche Veränderungen auch ein Krankenhaus mittragen muss, um zukünftig weiter gut aufgestellt zu sein und weiter viele, viele Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt bieten zu können. Die Hoffnung, die darauf fußt, dass diese Zusammenarbeit, die Kooperation zwischen den drei Trägern und dass auch immer genügend Personal vorhanden ist, die schwingt natürlich mit jedem Satz mit. Das Publikum nahm die Gelegenheit zur Diskussion rege an und es wurde ein langer Abend, um die Bedürfnisse, die Sorgen und Nöte der Bürgerinnen und Bürger gemeinsam in Einklang zu bringen mit der Wirtschaftlichkeit, die diesem Haus bevorsteht. Feiern Sie mit uns 60 Jahre Freibad Burgkirchen an der Alz. Am Samstag, den 22. Juli von 9 bis 23 Uhr. Es erwarten Sie einige Überraschungen.
Kommen Sie zur Unterneukirchner Dorfduld von 19. bis zum 23. Juli. Die kleinste Duld Südostoberbayerns.